So Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Ihr seht es hier, Assassin's Creed Valhalla steht an. Hat ein bisschen gedauert. Bis ich mir das zugelegt habe. Aber hier ist es nun. Alter, Addons werden gesucht. Addons. Zug schneller, Alter. Ich will zocken. Machen wir Qualität. Alter. Läuft. Das läuft echt gut, Alter. So, aber jetzt geht's hier hoffentlich los. Hier noch einmal hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Valhalla, welches ich mir nicht gleich geholt habe, weil ich noch Origins gespielt habe. Aber jetzt habe ich mir gedacht, jetzt ist es wieder Zeit, ein neues zu holen. Wikingers, das Wikingers Setting hat mich immer schon interessiert. Deswegen ist es naheliegend, dass wir uns hier Valhalla holen. Es war nur eine Frage der Zeit. Und hier ist es jetzt. Alter. Alter, fick doch die Hände. Das hat aber nicht alles gesagt, Alter. Ich will zocken, Alter. Ich will nicht alles dauernd installieren müssen. Sagt aber wahrscheinlich wieder, sie müssen das Spiel neu starten. Und ich habe mir noch gedacht, es ist kein keine Sprachpaketsauswahl noch gekommen. Ja. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich weiß nichts über Assassin's Creed Valhalla. Ich weiß nur, dass es ein ziemlich langes Spiel ist. So wie all die Assassin's Creeds dieser Spielart. Als nächstes steht der Mirage an, was rauskommen wird, auf das bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Aber wir konzentrieren uns jetzt einmal hier auf dieses Spiel.
So, darf ich jetzt endlich beginnen? Alter, gehst du mir am Arsch? Gehst du mir jetzt am Arsch? Danke, endlich. Kapuze. Immer auf, aus, ja. Schwerer Angriff, leichter Angriff, Nahkampf, Attentat, okay. Na gut, ich würde sagen. Jetzt gehen wir es an. Machen wir Standard. Standard. Schauen wir mal. Es geht los. Jetzt geht los. Still, ihr Kinder der Götter, hört meine Geschichte über den Anfang der Zeit. Alles war dunkel. Es gab keinen Sand. Und es gab kein Meer, keine Erde und keinen Himmel, kein Gras und keinen Wind. Bis das Feuer auf Eis traf, im weiten Nichts. Und aus diesem Schrei entstand der Riese Ymir, das erste aller Wesen. Der stolze Ymir, grausam getötet, doch aus seinen Knochen und seinem Blut und seinem Hirn ward die Welt erschaffen. Die Welt, in der ihr lebt und Kriege führt. Da bist du ja. Eivor, hier ist ein Lied für dich. Möge es dich tragen. Gamma werden wir vielleicht doch ein bisschen aufschrauben. Bist du ja keine Dringer. Geh. Hast du unseren König gesehen? Ja, gut. Komm, Eivor. Hast du den Reif? Ja,
kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasche ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin, etwa so. Siehst ihm in die Augen und sagst, König Dyrbjorn, mögen unsere Clans ewig verbunden sein in Freundschaft und Liebe. Kannst du das für mich tun? Gut. Heute Nacht wirst du das Band sein, das unsere Völker eint. Ich bin so stolz auf dich, Eva. Komm hoch, Olaf. Bleib wach, mein Freund. Mein Schwert dürstet nach Blut. Ich bin bereit für den Kampf. Wie schön, so viele herzliche Leute in unserem Heim zu haben. So. Ich schlug ab die Köpfe der freudlosen Hinrunde. Ich sang von Oh, du hast nichts zu trinken? Na komm, ich bringe dir was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss 2 große Langschiffe wert sein. Gib es her, ich gebe es ihm. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Met. Volker Seder wirkt durch meinen Hammer. Wenn du mit dem König sprichst, halte ihn ins Licht, damit er die feinen Details sieht. Siehst du? Ich habe seinen Namen in Runen eingraviert. Zeigst du es ihm? Du bist genau wie dein Vater, kleine Kriegerin. Skoll, auf dich! Skoll! Siehst du? Sie stimmt zu! Seine Sie, oder? Männchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Jetzt geh. Überbring das Geschenk. Na gut, dann gehen wir hin. Auf ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Danke, Eivor. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Weil Odins Met uns Stärke bringt. Den musst du mir bringen. Ein Krieger fällt bei Kyria. Ein Krieger fällt bei Kyria. Nach Ballhalde der Held. Nach Ballhalde der Held gemacht. Das Horn für die große Nacht.
Jetzt noch nicht. Okay. Es wurde verkündet. Der Vorhang ist gelüftet. Nichts ist wahr, ehe es von den Zweigen Yggdrasils gebrochen wurde. Fucker, gib ihm! Gib ihm! Eivor! Los! Nein! Reite! Los! Oder? Hilf ihm! Beende das Blutvergießen! Oder fertig! Fahr nach Valhall! Feuer! Sigurd, nimm das Pferd! Na gut, warte hier! Schicksal und stirb als Feigling vor deinen Leuten. Und ich verschone den Rest. Kämpf, Liebster! Hör nicht auf ihn! Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Du hast mein Wort. Nein. Nein, Varin! Nein, Varin! Nimm deine Axt! Oh, Alter. Aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du willst.
Okay, ich gebe es ein und springe nach vorne zu einem Zeitpunkt, an dem die Ströme synchroner sind. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmal? 17 Winter? 18? Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Erinnerst du dich? Die Axt deines Vaters. Die Waffe eines Feiglings. Einer verspotteten Schlange. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben. Gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein. Töte den Rest seines Trupps. Lass sie leiden. Eivor Wolfsmal ist nicht mehr. Dieser Name ist für die Welt gestorben. Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Auf zum Schiff! Eine Bewegung. Und ich stech dir die Augen aus, kapiert? Der Wind bläst aus Süden. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs West. Also, was habe ich dir gerade gesagt? Alter. Schön, wie heute dich lebendig! Du wirst niemals, niemals dieses... Kein Essen für dich, Süd. Meine Leute sind in Gefahr. Sei meine Augen. Zu ihnen. Genau, wir haben nicht wirklich was Mahlzeiten. Stärker.
So, los geht's. Das ist eigentlich auch nicht das übliche Assassin's Creed. Das ist schon mal sehr nice. Das hebe ich für später auf. Na gut, erreiche den Pass. Der Pass ist da. Einer von Kirtwiesmann. Ich muss vorsichtig sein. Dein toten Arsch! Dich zeigen! Komm, wir machen einen Takedown, Alter. Vielleicht kann ich das noch nicht machen. So, der schlaft dann nur. Das ist aber geil mit der Nahrung. Was habe ich bis jetzt eigentlich gekriegt? Geil. Oh, ich dachte, das sind auch Bären, aber keine Bären.
muss sehen, was du siehst. Okay, sind noch zu weit weg. Sicher gut Nahrung. Keine Nahrung. Hirschhof und Leder, ist aber auch nice. Sorry Leute, wenn ich am Anfang immer ein bisschen mehr hinschaue. Das aber dann. Ah, das wird der Synchronisationsturm sein, vielleicht. Ups, da steht einer. Was das ist. Genau, da kann man auch verkleinern.
Also mein Schatz entdeckt. Überlebe ich sicher nicht. Doch. Gut bekommen tut's mir nicht. Hilf mir, sei meine Augen. Wie kann ich den Pfeilmodus ändern? Na gut, wurscht, gehen wir mal weiter. Wow. Okay. Ich will kein Foto machen. Gut, da muss ich vorsichtiger sein. Nahrung wird laut. Aber ich habe doch Essen. Was ist mit Essen? Na gut, doch nichts essen. Gehen wir weiter. Soll ich irgendeine Legendenerklärung? Bären? Bären nehme ich. Nein, keine Bären. Schade. Hm.
Singendes Eisen. Da findet ein Kampf statt. Doug, du alter Hund. Du lebst. Oh ja. Hab mich vom Schwertkorps weggeschlichen. Was ist mit dir? Kjötvi wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Jedoch nicht heute. Ich sah ihn in Öchwaldsnes auf ein Schiff steigen und gen Osten segeln. Ohne unsere Mannschaft. Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten. Ich finde sie. Du machst das Langschiff bereit. Du Rampensau. Du willst die Rettung allein übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen, 2 Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen. Wie du willst. Nein, nein, ich nehme den Strand. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Geh. Wir sehen uns dann beim Schiff. Meine Leute gefangen hält. Läuft. Wie man das auswählt, ist nicht gestanden. Strecke deine Flügel. Kjötvis Krieger kauchen durch Öchwaldsnes wie Läuse. Wenn ich durch das Haupttor gehe, falle ich vielleicht auf. Das Langhaus. Meine Mannschaft sollte da drin sein. Oh, das sind überall welche. Sühnen, leite mich.
Krasser Shit, dass man da hier nichts ändern kann oder dann nichts sehen kann. Im Dach sollte es eine Öffnung geben. Sollte. Ah, hier. Wenn du dich weiter so windest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden, du Aas. Na gut, irgendwo muss ich runter. Feigling, binde mich los und gib mir eine Axt in die Hand. Ich schulde dir gar nichts, Rabendreck. Oder deinem Clan von Trell und Bauern. Du! Leg die Axt beiseite oder stirb durch meine! Du solltest auf einem Sklavenschiff nach Irland sein, Wolfsmal! Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest, wird Odin dich sicher freudig empfangen. Du hast gerade dein Leben verwirkt. Ich hau dich entzwei! Ich schick dich direkt zu Hel. Knie nieder, Wolfsmal! Dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe! Stirb, du niederer Abschaum! Boah, krass, da haben wir noch einen Schlag gefehlt. Fuck it. Nie nieder, Wolfsmal. Dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe! Stirb, du niederer Abschaum! Ja.
Bis der bei dich ja überhaupt keine aus keinen kein Leben, Alter. Knie nieder, Wolfsmal, dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe! Stirb, du niederer Abschaum! Dein Tod kommt! Alter. Ist der aber da. Vater, du hättest sie bis zum bitteren Ende festhalten sollen. Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Nein. Nein, Varin. Nein, Varin! Nimm deine Axt! Tötet sie alle! Nein! Selber, Alter. Eivor, was ist mit dir? Bind uns los! Was? Oh, ja, natürlich. Servus, Dominik. Bind uns los, Alter. Ist gut, es ist nur einer da, Alter.
Merkt man überhaupt nicht, Dominik. Oh yeah, schaut das schon geil aus. Ja, da drinnen. Mal, auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Hört her, wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Das musst du uns nicht zweimal sagen. Eivor, hilf mir hier! Alter, das sichern. Alter, machen die anderen auch was? Alter? Gib ihm, Alter, bist der Bruder da. Alter. Oder? Alter, wie viel sind da noch? Wow! Gib mir mal da. Bringt euch nicht hin, ich bin gleich sowas von dem Arsch. Danke. Du auch? Weiter. So. Alter.
Nein! Der letzte Hörer. Atmen kann noch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Nicke, was damals schafft. Macht es wie ich. Chico, den soll dich holen. Bleib bei mir. Es ist fast geschafft. Weil ich nenne nur noch mal, wenn es passt. Wow. Okay. Alter, das Essen kann man nicht nehmen. Ernsthaft? Oh, Bombenschützen. Ich wollte meine ich noch einen Schatz holen, aber... Du bist tot. Ich muss auf die andere Seite. Hey!
auch K.O. den Sicht, Alter. Das hat gekostet. Du bist doch schon tot. Kenn ich noch jemanden? Steppert, oder? So, haben wir das auch besprochen, ne? Da sind die Punkte. Straße führt ans Heim. Götter, das wurde ja auch Zeit. Nicht quengeln, sondern rudern. Segel! Segel! An den Wind! Segel einholen!
Das heißt, ich kann das vielleicht umrunden. Mehr Segel! Du bist recht still, Eivor. Kein Wort über das Unheil, in das du uns geführt hast? Wir hatten in diesem Kampf keine Verluste und die Männer, die uns erniedrigt haben, sind tot. Was gibt es da zu sagen? Ich war dumm, selbstsüchtig, tollkühn, blind, störrisch und ich stinke nach Blut und Scheiße. Meine Fassung gefiel mir besser. Boah. Ah. Boah. Mach dort fest. Das ist aber ein Festland. Schauen wir mal nach, was das ist. Natürlich, bin ich am Festland. Na gut, ich muss wahrscheinlich dort wieder zurück, dann egal. Stopfen wir da mal ein bisschen durch den Schnee. Alter. Ein Wildschwein. Irgendwas crafty, crafty. Schon für irgendwas Materialien, oder? Sechs Leder. 25 Leder. Na gut, da muss man jagen, jagen, jagen auch. Alles, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist, Alter, wird jetzt gejagt.
Jagen ist natürlich in... genau. Jagen ist natürlich hier als Wikinger noch geiler, finde ich. Aber jetzt habe ich da schon 2 Punkte. Ich kenne mich... Ah, Reichtum. Reichtum, Rätsel, Artefakte, okay. Ein Rätsel sind wir noobig, aber wir gehen zum Rätsel einmal. Wenn du mutig genug bist. Welcher Jarl? Räuber haben ihn gefangen. Los, schnell! Ein Jarl von Räubern gefangen? Wenn du so mutig bist, wie du aussiehst, dann kommst du jetzt. Er wird dich großzügig entlohnen. Hier lang. Es ist nicht weit. Alter, der lasst mich hinterherlaufen. Sonst töten sie ihn. Ihn töten? Wollen sie kein Lösegeld? Mach einfach. Du weißt, wo sie sind. Du gehst vor. Mörder Spruch, wirklich. Der Pferd geht vor, weil er langsamer ist. So sterben. Das dauert nicht mehr lange. Oh. Ich finde mich denn nicht ab. Geduldiger werden, Alter. Hat sie ihr Leben gekostet. Sie drohten mich zu töten, wenn ich nicht helfe. Und um dich zu retten, führst du andere in den Tod? Unser Dorf wurde von Kjötvi, dem Grausamen, gebrandschatzt. Wir mussten in den Wald fliehen. Die Überlebenden sind verzweifelt und hasserfüllt. Olaf, einer derer, die du getötet hast, sagte, er würde für unser Land kämpfen. Aber getötet hat er nur für Silber. Ihr habt euch den Falschen ausgesucht. Ich bin vom Rabenclan und Kjötvi ist mein Erzfeind.
Dann haben wir einen gemeinsamen Feind und es war falsch, dich so zu hintergehen. Dein zweiter Fehler war, mich als Beute auszuwählen. Das war Absicht. Du siehst aus, als könntest du kämpfen. Ich hatte gehofft, du würdest Olaf töten oder schwächen, damit ich fliehen kann. Du bist noch jung und unbedarft, also verschone ich dich. Aber wenn du mich oder meine Leute noch einmal hintergehst, schließt du dich deinen Freunden in Helheim an, verstanden? Du wirst mich nie wiedersehen. Ich bin wie ein weißer Hase im Schnee. Fertigkeitspunkte! Na gut, ich gehe schon langsam wieder zum Schiff zurück. Alter, ich glaube immer, dass das Bären sind. Geil, wie die Wand jetzt gespawnt ist. Die Ansicht checke ich nicht ganz. Mein Zuhause. Jedenfalls früher mal. Jetzt sind es nur noch Knochen. Oh. Was siehst du, alte Freundin? Hm.
Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Also ich sehe da keinen Schatz. Okay, eine Höhle. Als Vater mir diesen Durchgang gezeigt hat, war ich so aufgeregt. Danach habe ich beim Verstecken immer gewonnen. Ah, der Schatz ist da unten. Sind das irgendwelche Blätter? Wobei das ehrlich nicht Sinn macht, weil man da eh immer fast. Eisenerz ist das. 100 Eisenerz. Tschüss, hör der Wurf. Alter, ich bin da hingegangen jetzt. Fuck off. Bin vorhin in die falsche Richtung gegangen. Na gut, dann gehen wir halt zurück. Geil. Ah, damit ich könnte schnell reisen, oder? Kann ja schnell reisen. Machen wir das so. Berg, Alter.
Ah, da. Segel hoch! Das wird mir nicht einmal angezeigt, oder? Krasser Shit. Ja. Habe ich das jetzt nicht ausgewählt, das Quest? Jetzt habe ich es angezeigt. Eivor, sieh nur! Jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel! Kirtwis Männer, sie nagen an jedem feinen Fleckchen Land wie Hunde. Knochen. Selbst wenn du halb tot wärst, könnten wir sie leicht besiegen. Segel runter! Stell mir das, gib ihm! Kommt, meine Wölfe! Also das gehört zu mir. So, der fliegt. Noch ein besser. So, plündern und schleichen.
Schildvieh wird uns jagen. Rastloser und brutaler als zuvor. Überrascht dich das? Dieser Krieg tobt schon seit 3 Generationen. Jetzt nachlassen. Du brennst so vor Hass auf diesen Mann, Wolfsmal. Ich könnte mir die Eier dran wärmen. Wären dir ein paar Robbenfellhosen nicht lieber? Gib nur acht, Eivor. So viel Hass macht einen unvorsichtig. Was er deinem Vater antat, hat auch uns getroffen. Du stehst in diesem Kampf nicht allein. Bin gespannt, ob ich da durchkomme. Ja, es kommt gleich eine Passage da rein. Ja, das sehe ich schon. Ich sehe schon, da kann man sich verlieren, Alter. In der Welt. König Styrbjörn wird zornig sein, dass du gegen seinen Willen aufgebrochen bist. Natürlich wird er das. Und du bist gar nicht besorgt deswegen? Ich sorge mich nur, dass unser König erst erkennt, dass ich recht habe, wenn es zu spät ist. Was ist mit Sigurd? Was würde er sagen? Wäre Sigurd hier, säße er neben dir, würde das Blut von seiner Axt wischen und in den Wind lächeln. Was wirst du unserem König von diesem Missgeschick erzählen? Nur die Wahrheit. Wir griffen Kjötvis Feste an, töteten seine Männer und schwächten seinen Einfluss hier. Erwähnst du auch, dass du deine Mannschaft verloren hast und fast als Trell verkauft wurdest? Wird das auch Teil deiner Sage? Sollte ein Skalde wagen, diesen Vers zu singen, so wird es sein letzter sein. Sieh an, der Nährer der Raben. Wir dachten, wir hätten dich verloren, Eivor. Diesmal wirklich. Wie immer ein herzliches Willkommen, Hartwi. Du siehst wie Schlachtvieh aus. Was ist passiert? Nichts, was der Rede wert wäre, außer dass die Männer, die uns aufgehalten haben, tot sind. Und wie geht es dir? Es geht, obwohl ich viele Tage damit verbracht habe, den Zorn unseres Königs zu mildern. Er ist nicht gut, auf dich zu sprechen. Das habe ich erwartet. Und Sigurd, ist er von seinen Raubzügen zurück? Er sollte heute zurückkommen. Zuletzt hörten wir, er nähere sich Stavanger. Schön zu hören. Wir brauchen seinen. Sigurd wird dich nicht vor dem Zorn seines Vaters retten, Eivor. Das solltest du inzwischen wissen. Verlief dein Raubzug nicht wie geplant? Pläne erfüllen sich selten. Aber wir töteten viele von Kjötvis Kriegern. Und ich fand dies. Die Axt meines Vaters unter den Toten. Nach so vielen Jahren. Du solltest sie zu Gunnar bringen. Er macht sie wieder scharf. Eine gute Idee. Nachdem ich beim König war. Davon rate ich ab. Vorerst. Er trifft sich mit einem Boten aus dem Norden. Ich kann warten. Ein Schatten liegt auf dir. Stimmt etwas nicht? Nach 17 Wintern die Axt meines Vaters zu sehen, hat mich etwas aufgewühlt. Ein Gefühl, das ich nicht mehr hatte seit er getötet wurde. Seit ich das hier erhielt. Erinnerungen vergangener Qualen. Trauer und Schmerz. Ich sollte mit Valka sprechen. Vielleicht bringt sie Ordnung in meine Gefühle. Nimm dir Zeit, um erstmal anzukommen. Wir sehen uns beim Langhaus. Ich glaube, du bist abgestumpft, Eivor, wie diese Axt. Vielleicht kann dir Gunnar bei beidem helfen. Ich lasse es dich wissen. Wir erleben nämlich immer. Komm mal her. Z.
zum Wolf. Ich weiß halt noch nicht, in welche Richtung das gehen soll. Was ist das? Die Frage, ob man beides gehen kann. Step oder das sind alles. Da gibt's noch einen Baum? Nein. Oh mein Gott. What the fuck? Das ist geil. Eivor, siehst entschlossen aus. Willkommen zu Hause. Mehrere Quests angenommen. Sprechen wir mal mit Schmiedi. Eivor, hast du uns Schätze mitgebracht? Mein Boot kam mit der ganzen Mannschaft zurück. Das ist mehr wert als Silber. Das zählt nicht. Du brauchst Silber und Juwelen. Ciao. Mit so kleinen depperten Buren rede ich nicht, Alter. Unterhalten. Na gut, Tekla, ich trink dich unter den Tisch. Hallo, Tekla, was brauchst du? Alves sagt, das Gebräu wäre zu stark. Kannst du ein paar Runden vertragen? Seg mir ein Armer den Batni ein. Hier wächst hier Urlartrier in der Rote Reich. Müll ich aber fjöld landa. Schau, du so viele Hörner wie ich? Scheiße. Das kann ich nicht spielen. Oh, scheiße. So gewinnt. Ich kann mehr trinken als jeder einzelne von euch. Macht ihr nichts draus. Die meisten dieser Arschlinge hätten sich eingepisst oder wären umgefallen. Gibt es keinen, der es mit mir aufnehmen will? Dieses Land wird nie aufblühen, solange die Clans sich bekriegen. Ach, wen haben wir denn da? Übst du deine Wortspiele, Alvis? Ah, Eivor. Der einzige Mund in Midgard, dessen Spott ich fürchte. Du lehrtest mich die Kunst der Skalden, alter Freund. Es war doch klar, dass ich dich bald übertreffen würde. Wie wäre es dann mit noch einer Lehrstunde? Ein rascher Spottstreit, jetzt und hier? Was sagst du? Lass uns Spott streiten. Ich setze immer gern ein paar Münzen. Die meisten von uns, die den Spottstreit lieben, teilen auch eine Liebe fürs Wetten.
Aber heute verzichten wir darauf. Fangen wir an. Ich bin bereit. Beim Spottstreit sind Reime und Versmaß verlangt. Es zählt nicht nur der Klang, wenn man ordentlich zankt. So gib acht, welche Worte du wählst im Gefecht. Unterweist du mich, geht's meinem Herausforderer schlecht. Nein, der Reim ist gut, aber zu viele Worte stören das Versmaß. Lass uns jetzt über den Inhalt reden. Der Spottstreit nimmt Gegner recht bissig aufs Korn. Die Gewitztheit zählt mehr als ein Ausdruck von Zorn. Sag ich dir, du bist töricht und dumm ohne Hirn. Mach ich bald einen Teller mir aus deiner Stirn? Nicht schlecht, nicht schlecht. Es reimt sich, es klingt gut, aber bedenke, dass ich dich töricht genannt habe und du antwortest, dass du mich töten willst. Manchmal ist es das Beste, bei der Sache zu bleiben. Das solltest du nicht vergessen. Einer noch. Also geh nun, sei siegreich, die Zunge dein Schwert. Schlag gewitzt dich, sei schnell, was dir auch widerfährt. Voller Freude erwarte ich, wie es dir dann ergeht. Von mir kommen dann Sprüche, die kaum jemand versteht. Der Reim ist gut, aber der Aufbau nicht. Knapp daneben. Es gibt noch vieles, das du über den Spottstreit lernen musst, aber das wird schon. Ich helfe dir gern, du kannst jederzeit wiederkommen. Vielleicht werde ich das. Danke, Alvis. Ist ja geil. Ich habe den ganzen Tag nicht gewonnen. Das muss sich ändern. Erlück. Man spielt es in jedem Hafen, in jeder Stadt. Ja, Erlück. Wollen wir? Lass uns spielen. Also gut. Fangen wir an. Nee, das will ich jetzt nicht. Eigentlich. Fest zu zach. Ein andermal vielleicht. Er kriegt allan Tag, als er Fußball. Thank you.
Tova, du tauschst die Nadel gegen den Pfeil, wie ich sehe. Eivor, kannst du mich die Kunst des Bogenschießens lehren? Aber sehr gern doch. Siehst du, wie ich stehe? Setze deine Füße fest auf den Boden. Nicht weiter als schulterbreit. Atme ein, wenn du die Sehne spannst. Sieh auf den Punkt, den du treffen willst. Nun stell dir vor, wie der Pfeil genau hindurchfliegt und noch viel weiter. Atme aus, dann lass los. Wo willst du hin? Komm zurück! Ja, was willst du noch? Du bist zurück? Alter. Wo willst du hin? Komm zurück! Schau, Alter. Hast du Lust auf eine Runde, Erle? Nö. Hat der König jetzt Zeit für mich? Der Gesandte aus dem Norden ist noch bei ihm. Ich würde noch etwas warten. Verstanden. Ich komme wieder. Swain, hast du ein paar neue Tätowierungen? Ein paar hätte ich schon. Lass mich mal sehen. Wie du willst. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Sonst noch etwas? Bis später, Sven. Gut. Hey, kannst du mir ein paar gute Jagdgründe nennen? Das könnte ich. Aber ich will nicht, dass jeder dort rumtrampelt und das Wild verscheucht. Bring mir 3 Hirschgeweihe, um dein Können zu beweisen. Und vielleicht erzähle ich dir eine Geschichte. Eine schöne Herausforderung. Wir sehen uns bald wieder. Eivor, Wolfsmal.
Willkommen zurück. Gunnar, ich habe hier etwas, das du sehen musst. Bei Thors Donnerschlag! Ist das die Axt deines Vaters? Diese Schönheit habe ich nicht mehr gesehen seit... Naja, schon lange nicht mehr. Ich habe sie vor langer Zeit geschmiedet. Sieht immer noch gut aus. Eine meiner besten, finde ich. Die Klinge ist stumpf, aber sie liegt gut in der Hand. Kannst du sie schärfen? Ich kann ihre Schneide verbessern und den Griff verstärken. Und wie es das Schicksal so will, habe ich noch einen Barren dafür übrig. Bist du sicher? Die Nornier haben es so eingerichtet. Aber bring in Zukunft deine eigenen Barren mit. Aus Luft kann ich nichts schmieden. Das sollte reichen. Noch etwas? Und wie geht es dir, Gunnar? Hältst du durch? Ich mag die Arbeit und mein Huger ist stark. Nur die Nächte sind neuerdings kalt. Meine Liebste ist fort, falls du es noch nicht weißt. Ja, tut mir leid, das zu hören. Ihr wart wie lang zusammen? 5 Wochen waren es. 5 wunderbare, leidenschaftliche Wochen. Alles vorbei. Werde ich meine Brynhild jemals wiederfinden? Eine Valkyria wirst du wohl nicht mehr treffen, Gunnar. Du solltest deine Ansprüche etwas zurechtstutzen. Zurechtstutzen? Eivor, sieh dir meine Waren an, meine Waffen. Ich bin kein Mann, der sich mit weniger als dem Besten zufrieden gibt. Das wäre erstmal alles. Komm jederzeit wieder. Vielleicht ist das wahrscheinlich automatisch ausgewählt, oder? Nein. Sie sollten jetzt fertig sein. Du kannst hineingehen, aber falls du noch etwas vorhast, tu es lieber jetzt. Lass ihn sich abkühlen. Ich könnte zuerst mit Valka sprechen, mich ein wenig erleichtern. Der König wird nicht weggehen. Alter. Na gut, das werden wir aber das nächste Mal machen, Leute. Danke fürs Zuschauen. Danke dir auch, Dominik. Es wird weitergehen mit Assassin's Creed Valhalla. Also macht es gut, bis dann. Ciao und Baba. Oder wie die Wikinger auch sagen werden.